und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Coffee Talk. Der Evening Whispers setzt sich für strengere Waffengesetze ein. Warum das nicht übersetzt hat, weiß ich nicht. Neue Sedative gegen Zorn könnten bald verfügbar sein. Rising Hell, Videospiel für Gewalt in Schule verantwortlich gemacht. Ich finde, da macht man sich's ein bisschen zu einfach. Aber okay. Willkommen. Guten Abend, Baileys. Hallo. Bin ich dein erster Kunde heute? Ja, wie ungewöhnlich. Freya ist nicht da. Sie sagte, dass sie heute etwas später kommt. Trifft sich anscheinend mit befreundeten Autorinnen. Warum nicht hier? Das ist doch ihr Lieblingscafé, oder? Ihre Freunde waren mal hier. Aber nicht so oft wie sie. Ein Literaturtreffen, hm? Ich frage mich, worüber da geredet wird. Ich kenne die Leute seit ein paar Jahren und Freya hat eine Angewohnheit. Wenn sie nur von Freunden redet, dann treffen sie sich meistens einfach nur zum Rumhängen. Wenn sie aber über befreundete Autorinnen nennt, dann geht es um die Arbeit. Entweder sie geben eine Rückmeldung oder tauschen Ideen aus und besprechen die. Interessant. Sind sie sogar Codes für ihre Treffen? Nein, sowas nicht. Freya merkt selbst nicht, wenn sie so redet. Das ist mir nur mal aufgefallen. Das ist noch interessanter. Bist du immer so aufmerksam? Das ist sozusagen ein Teil meines Jobs. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Warum das? Ich habe jeden Tag mit Leuten zu tun. Meine sind nicht so gesprächig wie andere. Aber die Gestik sagt mehr als 1000 Worte. Ich bekomme viel darüber mit. Ob sie ein offenes Ohr für Probleme brauchen oder allein sein wollen. Das trifft auch auf ihre Bestellungen zu. Naja, weißt du, manchmal ist das, was Leute bestellen möchten, nicht das, was sie brauchen. Das ist tiefgründiger, als ich gedacht hätte. Wie würdest du mich gerade einschätzen? Kann ich nicht verraten. Warum? Das würde den Zauber brechen. Was zur Hölle war das? Naja, ich kann zumindest sagen, dass die Art, wie ich mit meiner Kundschaft umgehe oder was ich sage, viel mit ihrer Körpersprache zu tun hat. So wie unsere Unterhaltung gerade. Wow. Jetzt verstehe ich, warum du deine Gabe nicht teilen möchtest. Mit jedem Wort fühle ich mich mehr und mehr entblößt. Ach, ich habe noch nichts bestellt. Was kann ich denn heute zaubern? Heiße Schokolade mit Ingwer und Zimt. Heiße Schokolade, Ingwer, Zimt. Ich habe gehört, das ist ein gutes Getränk gegen Herzschmerz. Natürlich. Heiße Schokolade mit Ingwer und Zimt. Gegen Herzschmerz? Okay. Bei Herzschmerz Schokolade, ja. Aber mit viel Sahne. Und eher mit Zitrone oder mit Minze, hätte ich gesagt. Aber okay. Ich kann leider keine Latte Art machen. Verdient hätte es. Hier für dich. Bist schon eine gefühlvolle Person, oder? Machst du die Mühe, das Getränk zu verschönern? Nur für besondere Leute und für besondere Getränke. Also das, was er automatisch gemacht hat. Aber finde ich gut, dass er das dann gemacht hat, automatisch bei ihm. Sag mal, Conny, erzähl mir mal von dir. Was willst du wissen? Irgendwas. Wie alt bist du? Alt genug, um einen Kaffee zu besitzen. Zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, 23 Jahre alt. Haha, oh Mann. Die Antwort lag eigentlich nah. Schon okay, aber das ist die einzige Antwort, die ich dir geben kann. Jetzt weiß ich nicht, was ich als nächstes fragen soll. Ach komm, es hätte man just so ein bisschen machen können, dass man das interaktiv macht oder dass man das einstellen kann oder irgend sowas. Hallo zusammen. Mhm. Die sieht schrecklich aus. Übermüdet. Und fertig. Warum schaut ihr mich so an? Freya, du schaust schrecklich aus. Danke. Tue ich nicht. Doch, tust du. Tue ich nicht. Sorry, da muss ich Conny recht geben. Doch, tust du. Was ist los? Frag lieber, was nicht los ist. Das könnte ich beantworten. Guter Schlaf. Nennenswerter Fortschritt mit meinem Roman. Solltest dich ausruhen. Meine Deadline verpassen? Zur Hölle, nein. Sorry, Baileys. Ich kann dir heute keine Gesellschaft leisten. Ich muss das Ding heute fertig bekommen. Und dafür brauche ich verdammt viel Espresso. Sicher?
Du sollst dich lieber ausruhen. Etwas Beruhigendes zum Einschlafen trinken. Espresso, bitte. Ich würde dir eine warme Milch mit Honig machen. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel mich dafür umbringt. Oh, also wenn ich Milch, Zimt und Honig nehme, funktioniert das. Oder ich kann ja einen Espresso machen. Das kann ich entscheiden tatsächlich. Steht zum Beispiel an der Musterlösung. Ich vermute, jetzt wird sie sauer sein. Sie wird sich, hätte sich wahrscheinlich den Kaffee gefreut, aber nee. Liebe Leute, ich habe gerade eine Verantwortung für euch. Hier, bitteschön. Was zur Hölle, ey? Das ist nicht mal Kaffee. Trink. Aber das habe ich nicht Trink. Okay. Geht aufs Haus. Hoffe ich doch. Wie war dein Treffen? Sehr gut. Ich habe wertvolle Rückmeldungen bekommen. Was aber auch heißt, dass da viele Sachen auf mich zukommen, die umgeschrieben werden müssen. Oh. Nicht so schlimm. Das Umschreiben ist Teil des Prozesses. Es ist nur das... Ich setze mich in meine übliche Ecke. Danke für das Getränk. Wenn ich nicht weiß, ob ich wach bleiben kann. Sie hat also tatsächlich nichts dazu gesagt. Sie sieht schrecklich aus. Ja. Aber mach dir keine Sorgen um sie. Sie wird das schaffen. So ist sie öfter? Ja. Und dieses Mal geht es um eine ganze Menge. Hm. Ich fühle mich schon irgendwie schlecht, dass ich ihr das Ding gegeben habe, aber andererseits, sie kann sich nicht kaputt machen. Deadline hin, Deadline her, vielleicht kann sie bei mir arbeiten. Übrigens, was bringt dich heute her? Also wenn sie ihren Job los sein sollte. Weiß ich selbst nicht. Ich hatte heute nichts vor und habe an dein Café gedacht. Einfach so. Da muss ich deinem Unterbewusstsein danken? Vermutlich ja. Vermute eher, du wolltest hier jemanden treffen, aber bitte. Ob ich ihm auch danken sollte, weiß ich nicht. Hi, Lua. Hi, Babies. Wie... Du zuerst? Nein, du zuerst. Ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Gut, danke. Und dir? Auch gut, ja. Erstmal etwas bestellen. Oh ja, natürlich, natürlich. Mach das. Hi, Conny. Was kann ich dir heute zaubern, Lua? Ich hätte gerne einen Gingerbread-Kaffee. Kenn ich nicht. Liebe Leute, warum bestellt ihr immer Zeug, wo ich nicht kenne? Gingerbread Kaffee. Kaffee. Ginger Cinnamon. Liebe Leute, ich finde das nicht so schön. Gingerbread Kaffee. Hier für dich. Danke. Meine Großmutter hat mir diesen Kaffee immer gemacht. Er erinnert mich immer an sie. An die Zeit, in der ich aufgewachsen bin. In meiner Familie. Wie läuft's auf Arbeit? Ganz gut. Bei dir? Ich nehme gerade keine neuen Aufträge, weil... Naja, weißt du ja. Ja, kann ich verstehen. Kommst du gut über die Runden? Das ist eine typische Lua-Frage. Aber ja, dank dem letzten nervigen Job. Hat alles doch noch geklappt? Irgendwie, ja. Ich wurde rechtzeitig bezahlt. Und das nicht wenig. Wie lange willst du pausieren? Weiß ich nicht. Bis ich mein Problem geklärt habe. Das wäre... Ich verrate es dir, aber sag's niemandem. Nicht mal Conny hier? Nicht mal Conny. Okay. Also, ich kenne da eine Frau, die ich sehr liebe. Wir sind seit ein paar Jahren zusammen. Aber ich weiß nicht, wie es gerade um uns steht. Warum weißt du das nicht? Wir haben uns vor ein paar Wochen gestritten. Nichts Neues. Aber irgendwie ist der Streit eskaliert.
Warum? Ich glaube, wir waren einfach erschöpft, weil wir wussten, dass wir gegen jahrhundertealte Traditionen stritten und haben seit dem letzten Streit nicht wirklich miteinander geredet. Dinge ungeklärt zu lassen ist nicht gut. Aber ich kann mich nicht dazu überwinden, ein Gespräch anzufangen. Warum? Weiß ich selbst nicht. Stolz vielleicht. Oder Erschöpfung. Oder weil ich weiß, dass wir vielleicht nicht die beste Lösung für alle finden können. Bailey, ich habe eine Frage. Schieß los. Was denkst du, fühlt die Frau gerade? Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Sie ist nicht wie ich, das ist klar. Zum Glück. Warum? Ihre Arbeit wird das nicht beeinträchtigen. Ich bin froh, dass ich freiberuflich arbeite. So kann ich Pause von meiner Arbeit machen, ohne Probleme zu bekommen. Ich bin nicht so professionell wie sie, weißt du? Ich glaube, du irrst dich. Wirklich? Wenn ich sie wäre, würde mir das auch schwer fallen, einfach mit dem Leben weiterzumachen. Ich würde eine Fassade aufziehen, um meine Gefühle zu verstecken. Es hört sich schwer und unangenehm an. Und solche Gespräche, die kotzen mich an zu einem Grad, dass es nicht mehr feierlich ist. Miteinander direkt reden wäre die bessere Lösung, ist es. Aber ein Freund sagte mir mal, du musst tun, was du tun musst. Hört sich wie ein cooler Freund an. Ist er auch. Was passiert jetzt mit uns, Baileys? Ich weiß es nicht, Luna. Ich habe diese Woche einige Leute getroffen. Wie dieses Supermodel? Davon weißt du? Die Frau da in der Ecke hat mir davon erzählt. Ja, auch dieses Supermodel. Und wie fühlst du dich dabei? Wie eine Idiotin. Was? Er hat viele Dinge gesagt, von denen ich meine Augen verschlossen habe. Viele Tatsachen. Ihr beide ähnelt euch irgendwie in euren Einstellungen. Ihr würdet euch sicher mögen. Das bezweifle ich. Gegensätze ziehen sich an. Schon davon gehört? Sehr oft. Von einem bestimmten Hipster-Elf. Nachdem du dem Typen jetzt zugehört hast, was denkst du über, du weißt schon, uns? Ich weiß nicht, Baileys. Was denkst du? Hattest du die letzte Woche eine ähnliche Erfahrung? Hatte ich tatsächlich. Du hast einen Vampir getroffen, ich einen Werwolf. Was sind das für Zufälle? Zufälle allerdings. Tja, meine Bar, mein Kaffee ist einfach das Beste. Was hat dein Werwolf gesagt? Nicht viel, um ehrlich zu sein, aber er hat etwas Wichtiges zum Thema Familie gesagt. Baileys. Was hörst du in der Sache, dass du wolltest, dass ich mich mit meiner Familie versöhne? Und ich weiß auch, dass dir das sehr wichtig ist. Aber Freya hat etwas gesagt, was mich sehr getroffen hat. Was war das? Dass ich dich als Ausrede benutze, um mich von meiner Familie abzuwenden. Wenn ich das eh machen wollte, für mich selbst. Du kennst mich, Baileys. Was tue ich? Du weißt, wie unangenehm es mir ist, wenn Leute ihre Familien verlassen. Was mich irgendwie zu einem Arsch macht. Ich verstehe, warum du so denkst, Lua. Du denkst, Blut ist dicker als Wasser. Und was werden wir jetzt machen? Lua. Ja, Baileys. Bitte lass mich meine Familie verlassen. Ich will versuchen, dass deine Familie mich akzeptiert. Das wird einfacher sein. Aber damit verlierst du deine Unsterblichkeit. Und du wärst ein Ausgestoßener unter Elfen. Ein Ausgestoßener unter einer Menge überheblicher Leute hört sich gut an. Du wirst lange leben, aber nicht das Elfenprivileg haben, für immer gesund zu sein und ein gutes Leben zu haben. Es wäre kein gutes Leben ohne dich. Was ist, wenn unsere Beziehung in die Brüche gehen sollte? Hättest du alles verloren und du würdest mir die Schuld geben. Lua, ich würde dir nie die Schuld für irgendwas geben. Denk mal dran, wie ich früher war. Dafür hätte ich mir nie die Schuld gegeben. Ich hätte 100 Gründe gefunden, warum etwas nicht funktioniert hätte. Aber keiner der Gründe wäre ich gewesen. Aber das wird nie wieder passieren. Weißt du warum? Weil ich so viel in den 10 Jahren mit dir gelernt habe. Das hat mich zu einer besseren Person gemacht. Also musst du dir darüber keinen Gedanken machen. Denn gerade bist du das Wichtigste in meinem Leben. Ich will nicht unsterblich sein, weil ein Leben ohne dich nichts wert ist. Ich glaube dir. Lua. Baileys. Es fühlt sich wie eine schlechte Seife an. Wirklich. Also, was ist der Plan? Morgen ist Samstag. Wollen wir auf ein Date gehen? Ich werde meine Eltern besuchen. Oh,
will, dass du mitkommst. Was? So kurzfristig? Hast du morgen etwas vor? Naja, nein, aber ich bin nicht darauf vorbereitet, sie zu treffen. Du schaffst das. Willst du ihnen nicht Bescheid geben? Das wird schon. Naja, haben sie dir erlaubt, andere Rassen zu daten? Sie sind nicht begeistert von Elfen, das weiß ich. Aber du kannst ihnen das Gegenteil beweisen. Hm. Okay, das wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wäre es. Okay. Ich weiß nicht, was morgen passieren wird. Aber wir müssen jetzt nicht daran denken. Oder eine andere Sache. Alles später. Da bin ich ganz bei dir. Also heißt das, dass es dir nichts ausmacht, wenn... Ich hatte meine Zweifel, aber die sind weg. Ich kann dir vertrauen. Lua, danke. Wohnst du noch bei Fahrung? Ja. Komm mit zu mir heute Nacht. Hä? Was ist mit deiner Mitbewohnerin? Sie ist übers Wochenende weg. Macht ein paar Tage Urlaub bis Sonntagabend. Das Schicksal ist auf unserer Seite. Hey, komm. Ja? Wir gehen dann. Vielen Dank für alles diese Woche. Ganz meinerseits, wir sind dann weg. Wir sehen uns. Vielen Dank für euren Besuch. Das war ja echt hart. Oh, du bist zurück in der realen Welt? Ich tue einfach so, als würde ich nichts bemerken. Die beiden sind irgendwie ein Grund, warum ich meinen Roman schreibe. Damit ich weiß, wie ihre Probleme enden. Das ist fürs Schreiben wichtig. Es ist hartherzig. Was? Nein, nicht so. Es ist nur das... Ja, okay, das war hart. Entschuldige. Du siehst etwas besser aus als vorher. Vorerst? Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, bis es vorbei ist. Und ich... Jetzt los. Ist das unser Werwolf in seiner Werwolfform? Okay. Möchtest du mich fressen oder so? Wow. Freya, komm schnell rüber. Der Wolf? Ist er das? Ich glaube schon. Willkommen. Bist du verrückt? Jetzt ein Werwolf mit Zorn doch nicht wie eine normale Kundschaft bedient. Vertrau mir. Er hat seine Gründe, warum er hier ist. Du kannst dich entspannen. Kann ich dir etwas machen? Etwas, um dich zu entspannen? Das Wasser immer trinkt, vermute ich mal, hoffe ich doch. Das, wie heißt das? Galas Ever oder so? Ah, kann ich nicht nachschauen? Nö. Schau ich es halt hier. Nach Tee, Milch, Ingwer. Tee, Milch, Ingwer. Gala hält. Ganz genau so. Hier ist dein... Zur Hölle? War er das wirklich? Nach seiner Reaktion auf das Getränk zu schätzen? 100%. Na, wer auch immer das war. Das Café hat überlebt. Glücklicherweise. Aber ich glaube, ich sollte früher schließen. Ich will kein weiteres Tor erobern. Und ich sollte das Chaos hier beseitigen. Gute Idee. Schaffst du es alleine nach Hause? Schaffe ich. Pass auf dich auf. Du auch. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Coffee Talk.